Wir sind vor allem dafür da, den Verkehr zusammen mit den Verkehrsunternehmen und den Aufgabenträgern, also Freistaat Bayern und den 8 Landkreisen, wir organisieren mit allen zusammen den Verkehr im Großraum München. Wir wollen Alternativen zum Auto schaffen. Wir wollen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, schnell, flexibel umzusteigen, an ihr Ziel zu kommen, um so aufs Auto zu verzichten. Das ist eigentlich das große Ziel, was wir haben. Also wenn man sich anguckt, wo ist das Problem der Kommunen heute, der Landeshauptstadt und der Kreisstädte, ist, dass im Wesentlichen die Menschen in die Städte reinpendeln. Das sind, wir hatten es gerade heute Morgen mal ausgerechnet, allein im Großraum München 1 Million Menschen, die jeden Tag unterwegs sind. Und denen müssen wir eine Möglichkeit geben, möglichst von zu Hause, und wenn das nicht geht, möglichst früh quasi das Auto stehen zu lassen, umzusteigen. Und dafür haben wir hier in Unterföhring, ist ein ganz tolles Beispiel. Wir haben einen Park-and-Ride-Parkplatz, wir haben Mietfahrräder, der MVG, wir haben die S-Bahn und draußen quasi vor dem Bahnhof fahren auch mehrere Buslinien, sogar unser erster Elektrobus. Das ist quasi diese Verknüpfungsstation, die wir überall brauchen, um Menschen zum Umsteigen zu bewegen. Also ich glaube, man muss die Vorteile des öffentlichen Verkehrs rausstellen. Das ist Umweltfreundlichkeit, ist glaube ich klar, Haken dran, das wird keiner bezweifeln. Wir haben einen riesengroßen Vorteil, den das Auto nicht hat, und das ist Reisezeit ist Nutzzeit. Also Sie können in die S-Bahn einsteigen, Buch lesen, Sie können arbeiten oder einfach aus dem Fenster gucken. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo ja sehr viele Menschen immer wieder gestresst sind und sagen, sie haben keine Zeit mehr für Privates, ist das ein wesentlicher Vorteil, den wir haben. Das heißt, man kann wirklich seine Reisezeit nutzen, steht nicht im Stau. De facto fahren wir ja mit Chauffeur. Wir haben zwei große Themen vor uns. Das eine ist erstmal ein räumliches Thema. Der Münchner Verkehrsverbund ist räumlich sehr klein. Ja, also wir sind quasi fokussiert auf die Landeshauptstadt und die 8 Landkreise drumherum. Aber die Reiseweiten und die Pendler, die heute kommen, die gehen bis an die österreichische Grenze. Und eins darf man nicht vergessen, am Wochenende fährt quasi halb München in die Berge. Und da müssen wir jetzt angreifen. Da sind wir im Auftrag des Freistaats dran, erarbeiten eine Studie zur Verbundraumerweiterung. Unser Ziel ist es, dass man mit einem einfachen Ticket, dem gleichen Vertriebssystem, der gleichen Qualität bis 2025 wirklich bis an die österreichische Grenze kommt. Das ist das geografische Thema. Dann haben wir das verkehrliche Thema. Wir müssen die Sharing-Anbieter, die heute im Wesentlichen ja in der Stadt sind, wo wir aber schon ein gutes ÖPNV-Angebot haben, die müssen wir rausbringen aufs Land. Die brauchen wir als Zubringer zur Bahn oder zum Bus. Und das ist eine der großen Aufgaben, wie wir das künftig wahrscheinlich über Ausschreibung oder Vergaben der Aufgabenträger machen werden. Also wichtig ist erstmal, dass wir quasi alles, was Schiene ist, mit Oberleitung fahren, Strom fahren. Also es fahren immer noch ein paar Dieselzüge nach München rein, da muss dringend elektrifiziert werden. Das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt ist das Thema Bus. Die MVG, der Landkreis München, auch die Landkreise Fürstenfeldbruck, Starnberg machen sich alle Gedanken über die Frage, wie gehen wir langfristig mit dem Dieselbus um? Und sind auch kurzfristig, nämlich jetzt schon dabei, einzelne Linien umzustellen, um zu testen, wie es funktioniert. Und wir haben es in der Stadt, wir haben es hier, direkt am Bahnhof fährt der Elektrobus vorbei. Der fährt jetzt seit ziemlich genau einem Jahr ohne Probleme. Also das System funktioniert. Und es ist teurer, das ist klar, ja, man muss da investieren, aber es gibt mehr als 300.000 Elektrobusse in China und ich glaube mehr als 5.000 im Rest der Welt. Also die Chinesen machen uns es vor, es funktioniert technisch, wir müssen hinterherlegen und ich glaube, da sind Stadt, aber auch Landkreise im Augenblick auf einem guten Weg.